Ich verstehe schon. Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG und bei WhoCase aka Aljoscha und Yannick aka Ali. Yes. Moin. Moin. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Wir werden heute auf ein Video reacten und zwar haben wir uns da was von Faceless rausgesucht. Er hat ein Video hochgeladen, zwei Shishas, ein Schlauch. Interessantes Ding, was vielleicht viele schon gedacht haben, aber ich habe es noch nicht probiert. Ich auch nicht. Und wir gucken es uns mal an, würde ich sagen. Wir werden heute zwei Pfeifen miteinander verbinden und aus einem Schlauch ziehen. Gucken, ob das funktioniert, ob man beide Geschmäcker zum Beispiel rausschmeckt und ob man irgendetwas merkt. Wir machen das Ganze on-stream und jedenfalls, wir werden gleich die Mustache. Ehre. Und die Mann, du hast 5 Sekunden Zeit. Und, Scheiße. Wir werden einmal Cola Limette von Elektrosmog, den Vibe rauchen und einmal Traube Minze. Einfach so einen größeren Kontrast, um zu gucken, ob man beide schmeckt, ob man nur einen schmeckt. Schleichwerbung hier, guckt da nicht hin. Ananas, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich werde jetzt Cola auflegen und dann verbinden wir das Ganze. Bis gleich. Für die Abos war schon ein ganz gutes Intro, Digga. Ganz ehrlich, diese Intros ja, sind immer so für mich so willkommen auf YouTube im Jahr 2016. Ich geb dir aber ja, er hat's schön gemacht. Ich finde ja. Auch die Qualität und so für 50 Abos, Job, oh. Digga, alles cool. Safe. Ja, aber das ist ein ganz netter Effekt. Vibe bauen, finde ich. Von Fokussier, Effekt, den Vibe bauen. Den machen wir in den Parasapo rein und dann einmal machen wir den Black Nana von Nameless leer, weil da ist nicht mehr viel drin und sollte es nicht reichen, machen wir dann den Black and White von Aquamenta rein. Mm-hmm. Also ich baue jetzt mal. Tabakauswahl, not bad. Jo. Not bad. Kohlekorb am Start, Hygienetipps am Start. Was ist das für ein Schmutzaufsatz hier? Weg. Aber, weg. Hier ist der Mülleimer, da. Nehmen. Weg. Unten kündigt sich schon was an. Mashallah, das so Blanco. Den Kopfbau, Jung. Boah, schöner Oblako Dragon. Und ein Apo. Du nimmst jetzt hier zwei Schläuche. So gut angefangen, ne? True Story. Aber okay, die breite Masse hat jetzt halt wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, 5 Oblakos oder 5 Funnel daheim und 3 Smokeboxen und hast du nicht gesehen. Das heißt, wenn er seine eine Smokebox jetzt hier für den Oblako benutzt hat, ja, okay, dann hat er halt noch einen Kamin, dann muss er das nehmen, also. Das easy. Aber wenigstens hat er den guten Kopf auf die gute Pfeife gepackt. Den hier verbinde ich mit, mache ich an die Mustache, dass man das ein bisschen besser sieht. Und E-Moll. Wild. E-Moll. Einmal. So. Also. Nur ganz kurz zur Info. Ich habe hab gerade kurz überlegt, hä? 2 pinke Schläuche? Ich verstehe schon. Ein paar Sekunden später. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Eine Ewigkeit später. 3 Uhr 28 nachts. Warte mal, bevor du jetzt lachst. Warte. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ja? Du kannst ja quasi ein Schlauch da, ein Schlauch da. Also einen in der Dash, einen in der Mataleon oder... Smoker. Glaube ich. Und er dann quasi diese beiden Schläuche mit einem verbinden, dann hast du einen Schlauch. Oder so, ja. Richtig. Dann wird's ja, das war nämlich meine Idee von 2 Schläuchen. Er hat den ja literally gerade genommen und du so. Der Krüger lost, ja. Der Stream ist so nervenaufreibend hier heute. Das war echt so. Hier, wo der, wie ist. Genau. Ich habe hier eine Kugel rausgemacht und hier eine Kugel rausgemacht. Ist ja logisch, dass ich sozusagen einen Durchgang habe. Das wäre so geil, wenn jemand dieses Video dreht und einfach die Kugel nicht rausnimmt. Oh, das so. Ist ja so nee, ich schmeck nur der einen. Ich schmeck der anderen nicht. Das funktioniert nicht, ne? Womit ich auch dann hier durchziehen kann, durch diese Maus. Und wir versuchen das jetzt gleich. Die Kohlen sind jeden Moment ready. Ich werde das jetzt mal ein bisschen umpositionieren, dass man das ein bisschen besser sieht. Und dann bin ich gleich wieder da. So, hier ist es zum Start. Ich nehme das Ganze mal auf.
auch nicht. So, Freunde, Kohlen sind jetzt circa 5 Minuten auf den Köpfen drauf. Nur nochmal hier, das Ganze ist auch wirklich sieht. Nochmal von unten. Die beiden Pfeifen. Und jetzt würde ich mal sagen, gönnen wir uns mal einen ersten Zug. Okay, scheint zu funktionieren. Was schätzt du? Was wär so dein Tipp, wenn du das probieren würdest? Ich glaube, dass du von der Dash-Pfeife, also vom Flavor in der Dash, nicht so viel schmecken wirst. Hätte ich auch gedacht, aber ich finde so vom ersten Eindruck, es könnte jetzt natürlich auch sein, dass Oblaco Smallbox einfach krasser am Start ist. Safe. Okay. Ich denke, das wird sein. Ja. Was ich auch, ich weiß nicht, aber je länger der Schlauch, desto schwerer ist ja der Weg. Ich glaube, man hätte theoretisch hier so ein 5 cm Stück Schlauch nehmen müssen. Dann hätte das vielleicht geiler funktionieren können. Was man mal hätte probieren können, wäre hier pur Minze und hier Traube. Das ist geil. Und dann hättest du ein Traube mit bisschen weniger Minze. True. Das wäre vielleicht auch ganz witzig gewesen. Was du gerade schon gesehen hast, finde ich, beim Anziehen, hast du gesehen, dass hier der Durchzug wahrscheinlich oder der Anzug nicht so stark da war wie da. Also wenn du quasi zurückspulst, siehst du, dass hier nicht so viel Kraft drauf war. Mhm, das soll mal gucken. Und jetzt würde ich mal sagen, gönnen wir uns mal einen ersten Zug. Minimal langsamer, okay. Würde ich sagen. Ja, also safe. Okay, ich muss ganz kurz Kohle sehen. Hier zieht es, glaube ich, am meisten, Chat hier, aber vielleicht muss die auch noch ein bisschen angezogen werden. Die Sachen mit KS Akku drauf und kein Smokebox. Blind, einfach Ausrufezeichen Tabak eingeben. Also, wow, tut's auf jeden Fall, Schobber. Und ich glaube sogar, ich schmecke beides raus. Also dieses Cola, also diesen Vibe von Elektrosmog, den schmecke ich. Aber auch Traubenminze. Weißt du noch, wo welcher war? Nee, tatsächlich ich auch nicht. Aber die Minze ist jetzt ziemlich wirklich stark. Aber der ist, glaube ich, noch nicht gescheit an. Aber Rauchentwicklung ist gut, Digga. Ja, Bruder, der hat 2 Pfeifen an. Doppelte Rauchentwicklung. So. Ich hätte die Jogginghose. Ich schmeck beides raus. Imoblaco ist Traube, glaube ich. Schreibt Faceless. Ah ja, Imoblaco. Ah, nice, okay. Das eine ein bisschen weniger. Also das Cola-Fläschchen schmecke ich ein bisschen weniger. Ach, krass. Aber ich glaube, der ist auch noch nicht komplett zu 100% an. Ja gut, ne, ich meine gerade mal 5 Züge, mal Kamin. Das anziehen und dann gucken wir, wie es in ein paar Minuten nochmal ist. So, die ganze Sache läuft ist. Läuft aber mit den Donations, Mashallah, Faceless. Es ist wie am Anfang. Rauch ist von beiden da. Und es ist noch genauso wie am Anfang. Man schmeckt Cola, diese Cola Limette Tabak schmecke ich hauptsächlich Cola. Ich finde aber auch allgemein, dass bei dem Vibe die Limette relativ leicht nur da ist. Und ich habe ja in der anderen Pfeife habe ich erstmal zur Hälfte oder ein Dreiviertel habe ich Black Nana reingehauen und ein bisschen noch zum Aufstocken, weil ich keinen Black Nana mehr hatte, den Black and White von Aquamenta. Okay, nice. Und ich schmecke beides raus aus beiden Pfeifen, also jeder Kopf schmeckt man. Den Traubenminze ist aber relativ schwach, also es ist da, man schmeckt es sehr, sehr gut, aber der ist normalerweise, wenn man das so raucht, ist es viel, viel stärker da, so aus einer Pfeife jetzt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war mein erstes Video, ich habe damals schon richtig Videos gemacht. Aber ja, hätte ich auch gedacht, ne? Weil die meiste Power, sagen wir mal normal, bei gleichem Widerstand würde es 50-50 sein, aber dadurch, dass der erste Widerstand nur bis zur Smoker geht, kommt wahrscheinlich natürlich von der mit rein und dann der Rest, der noch übrig ist, weiß ich nicht, wie wir dann sagen, so 30-25%, wahrscheinlich noch der Traube Minze. Dazu muss man sagen, dass ja die Traube Minze mit HMD im Imoblaco war und ich denke, dass die nochmal ein bisschen was rausholt. Mhm. Hättest du beides mit Kamin, wäre es nochmal ein bisschen schwächer, glaube ich. Ja, glaube ich auch. So, ab jetzt geht es wieder los. Es wird jetzt nicht extrem oft ein Video kommen. Ich versuche aber relativ oft Content zu bringen. Und wem das gefallen hat, kann gerne ein Abo da lassen, kann ein Like da lassen. Und schreibt gerne was in die Kommentare, ob ich das auch vielleicht mal mit mehreren Pfeifen machen soll. Mit 3 oder 4 sogar. Damit ich das selber noch organisieren. Ja, gut. Leben. Das würde auch dann vielleicht in einer anderen Location sein. Aber können wir gerne ausprobieren. Schreibt es dann in die Kommentare oder lasst ein Like da und dann besuchen wir das Ganze mal. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Also, das war das Video von Faceless. Zwei Pfeifen mit einem Schlauch rauchen. Wir haben da schon so eine eigene Idee rausgezogen und Faceless war eben auch im Stream am Start und meinte so, macht ruhig, Jungs, also. Man munkelt, da könnte was kommen. Aber erstmal hoffen wir, dass euch dieses kleine Reaction-Video hier gefallen hat. Schaut gerne bei Joscha und Yannick vorbei. Gibt's auch Shisha-Content plus bisschen Mode nebenbei noch. Ne? Auf jeden Fall, ja. Plus bisschen Mode. Also schaut da auch gerne rein und ansonsten gerne Abo da lassen, Daumen nach oben da lassen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.